Hey yo, what's up, welcome back, ihr Bitches. Und jetzt chillt erstmal, kommt auf euer Leben klar und genießt das Video. Let's get it! Es ist ja jetzt Dezember und neben den guten YouTube-Einnahmen gibt's ja auch noch dieses Weihnachten in diesem Monat. Und was darf natürlich nicht an Weihnachten fehlen? Richtig, Schnee. Und Weihnachtsbäume, ne? My uncle f***ed up the tree. Don't fall. Okay. Thank you. I hear it cracking out. Oh my God! Wieso muss das auch dieser Panzer machen? Wieso muss die schwerste Person im Raum sich auf den Stuhl stellen? Warum übernimmt der kleine Sch*ter hier nicht einfach die Aufgabe? Dann würde der Baum jetzt noch leben. I hear it cracking out. I hear it cracking. Ja, das ist auch das Letzte, was er gehört hat. Oh! Holy Sch*t, der Onkel hat kurz Abgang in den Keller gemacht. Genauso wie das gesamte Weihnachten jetzt auch im Keller ist. Das war echt Sch*t. Und wisst ihr, was auch Sch*t ist? Das hier. Bro, what the fuck? Der Postbote hat gleich mehrere Lieferungen dagelassen. Ach, alles gut, das war nur die Gasrechnung. Die wurde kurz in Person vorbeigebracht. Klasse. Und hier sind wir. Im Jahr 2023 und wir gucken Postboten über eine versteckte Kamera dabei zu, wie sie heimlich furzen. Wohin hat sich die Welt eigentlich entwickelt? Als ich klein war, dachte ich, dass die Zukunft so hier aussieht. Ich glaube, wir sind hiervon so weit entfernt, wie es nur geht aktuell. Und wieso ich das denke? Naja, weil mir jeden Tag hunderte von Leuten auf Instagram Videos schicken, die absolut überhaupt gar keinen Sinn mehr ergeben. Genau wie das hier. Hey, da. Y'all ready? Okay, okay, ich sehe das hier und bin einfach nur richtig gehypt und freue mich zu sehen, was passieren wird. Das sind einfach so typische Jungs-Sachen. Sowas feiern wir einfach. Ey, verpisst euch mit sowas aus meinen Nachrichten, okay? Was ist das? Wieso? Hört auf, mir sowas zu schicken. Das ist unbefriedigendes F***. Der hier ist für euch. Den bekommt ihr von mir. Naja, wie auch immer. Genug aufgeregt. Bro got a little too scared. Not like, hold it. Now say, talk to me. Talk to me. Free Popcorn für die anderen immerhin. Was zum Teufel war das eigentlich für ein Goofy A-Cartoon-Erschrecker? Hell no, als ob sich so jemand erschreckt. Aber auch Filmen mit Taschenlampe an im Kino ist wild. Genauso wild wie dieser Prank hier. Und da frage ich mich, welcher Psychopath kam auf diese Idee? Bro, eine Schlange unter die Toilette von deinem Kollegen werfen ist wirklich ein bisschen too much. Bro, es ist nur ein Prank. Der Prank. Der Bre hier ist kurz von der einen Schlange zur nächsten gesprungen, aber in der anderen war eine Anaconda drin. Das ist wirklich ehrenlos. Die beiden wollten doch nur entspannt ihren täglichen Sch*t absolvieren. Man kann nicht mal in Ruhe aufs Klo heutzutage. Wie mein erster Tag im Gym läuft. Ich weiß ganz genau, dass es ihr erster Tag im Gym war und auch ihr letzter. Vielleicht wäre es besser, wenn du nochmal in die Schule gehst. Ich meine, was zur Hölle hast du da versucht? Also, wo gehen deine Beine? Wo, bist du blind oder doof? Women. Die Arme geht danach wirklich nie wieder ins Gym und wird deswegen so diese neue Dome von RTL 2. Bros yelling at random rich people. Better than me!
Frag mich nicht wieso, aber irgendwie feiere ich das. Das ist einfach so fucking random und so stumpf, dass ich es lustig finde. Stell dir mal vor, du grindest und hustlest dein gesamtes Leben, sitzt dann in deinem Baba-Wagen mit einer nicen Frau an deiner Seite, wofür du wirklich jahrelang gekämpft hast. Schweiß, Blut, Tränen, Zeit, alles hinein investiert hast. Und dann kommt einfach irgend so jemand auf der Straße und schreit dich so ultra laut an. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt zu grinden. Geiles Prestige im Leben. Okay, der Typ im nächsten Clip ist ein Demon. Ein Ehrenloser, wie er im Buche steht. Er chillt so mit dieser Frau, die offensichtlich kein Deutsch spricht. Und so nett wie er ist, bringt er ihr ein bisschen die deutsche Kultur und die deutsche Sprache bei. How you order a beer in Germany? How you order a beer in Germany? Man sagt ja dann eigentlich so, hey, mach mir ein Bier klar, du Wichser. Und mal schauen, wie sie das so sagt. How you order a beer in Germany? Ich will deinen Schwarzdutschen. Na, das ist respektlos. Respektlos, geil, Mann. Was für eine gute Idee. Wieso bin ich nicht darauf schon gekommen? Also sollte ich das nächste Mal im Urlaub sein, irgendwo in einem anderen Land, werde ich den Leuten dort auch sowas auf Deutsch beibringen. Und ich werde wirklich alles dafür geben, zu sehen, wie sie das erste Mal in Deutschland ist und wirklich ein Bier bestellen will und dann das droppt. Ich will deinen Schwarzdutschen. Okay, wäre ich der Barkeeper, dann würde ich da nicht nochmal nach... Spaß. Chillt mal. Ja, anderes Thema. Ach ja, und an den Typen, der mich gefragt hat, ob er Mozzarella in mich einführen kann? Nein, what the f***? Bitte such dir ein Leben und Hilfe. Und apropos Hilfe, wer wird ihm hier helfen? Hey. Hey. Hey, Bruder! Hey, Bruder! Hey, Bruder! Du Nachhol! Du Nachhol! Hey, Bruder! Holy shit, der Bre wird vom ganzen Volk angegriffen. Die haben ein persönliches Problem mit ihm gekommen. Die machen Kampferklärung. Die ziehen gerade in den Krieg mit ihm. Ich habe keinen Plan, was er da gesagt hat, aber die russische Sprache hat alles nochmal doppelt so lustig gemacht. Ey, blöd. Aber ich meine, er hat ihn auch dazu eingeladen am Anfang. Er hat als erstes gebellt. Er hat als erstes das Maul aufgerissen. Selber schuld. Er hat es drauf angelegt. Oh nein, was hat der Typ jetzt schon wieder mit dieser riesigen Gabel vor? Kleine Story dazu, als ich so ungefähr 13, 14 war, ich kann mich nicht mehr ganz genau dran erinnern, war ich bei einem guten Kollegen zu Hause. Es gab gerade Essen und auf dem Tisch lag halt so mein Teller mit den Nudeln und daneben eine Gabel. Zumindest sah es so aus wie eine Gabel, weil es genauso aussah wie dieses Ding. Ich habe das Teil benutzt, habe 2-3 Mal damit gegessen und dann hat mir mein Homie gesagt, dass es der Rückenkratzer von seinem Vater ist. Ich habe mich gerade wegen diesem Clip hier daran erinnert und es ist wirklich ein ekelhaftes Trauma, was in mir besteht. Bah, wie konnte ich das damals machen? Warum liegt das überhaupt auf dem Tisch? Aber naja, wie auch immer, mal gucken, was hier jetzt abgeht. Ey, nein, nicht den Brot aus einem schönen Kuchen, nein. Ey, aber Ehrenmann, er snackt sich nur ein Bissen und gibt ihn wieder zurück. Oh, der hat gar keinen Bock mehr. Also ich glaube, so 2-3 Minuten danach sind die übelsten Fetzen geflogen. Okay, ich wette, für das nächste Video seid ihr nicht bereit. Auch wenn ihr denkt, dass ihr es seid. Nein, ihr seid es nicht. Oh, shit. Er ist einfach auf die neuen Kicks getreten? Das war dein Todesurteil. Niemand tritt auf meine neuen Nike Dior, AP, Gucci Supreme, X Balenciaga, Collab Air Forces, Feed Michael Jackson, Fortnite. Was zum F*** passiert hier jetzt gerade? Das ist der randomste Sch*t, den ich je in meinem Leben gesehen habe. What the f***?
Wer hat die Jungs die Editor-Funktion auf TikTok gezeigt? Hollywood weint gerade im Studio, weil sie wissen, dass die neue Konkurrenz bekommen. Ist das real? Natürlich ist das real. Oder sieht das hier etwa nach Fake für dich aus? Also für mich nicht. Naja, Freunde, das war's. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, ansonsten wird euch dieses Ding hier aufsuchen und auslöschen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Peace.